What up, ladies and gentlemen? Ich komme gerade von meinem Pull-Training, beziehungsweise von meinem Bein-Rückentag. Und jetzt... Moment. Und jetzt sind wir schon in Weiden. Und ich war richtig lange nicht mehr shoppen. Deswegen schauen wir mal, was wir spontan holen. Mit Tobi übrigens. Tobi, was brauchst du heute? Ich kaufe mir heute ein iPad. Wofür? Was ich hauptsächlich beruflich nutzen werde. Okay. Ich bin mal gespannt. Also ein iPad, weil Tobi ist auch jemand, der halt seine Ideen aufschreibt. Und wenn man, kann man so ein bisschen vergleichen wie mit dem Training, wenn du dir richtig geile Gym-Sachen holst, dann bist du mega motiviert, nochmal mehr zu geben. Und wenn du dir ein iPad holst, um Ideen aufzuschreiben, dann motivierst du dich halt selber nochmal mehr, um das Ganze zu verfolgen, deine Ziele aufzuschreiben, notieren und eben zu verfolgen. Aber ihr wisst, habe ich euch schon mal gesagt, wenn ich mal in Weiden bin, dann ist das allererste, was ich mache, geht hier schon runter, essen, essen, essen. Tage später. Shopping war leider nicht so erfolgreich. Ich habe nur 2 Shirts gefunden, denn ich würde sagen, ich habe einen unvorteilhaften Körperbau. Entweder passen die von den Schultern nicht die Shirts oder wenn sie mal passen, dann sind sie viel zu lang. Also das ist der Struggle von gut trainierten Leuten. Jetzt geht's ab ins Studio. Wie versprochen, kommt jetzt einmal mein Push-Training für euch. Ganz viel Spaß damit. Yo, was geht ab, Leute? Einmal zum Voice-Over. Push Day steht an und natürlich als allererste Übung Bankdrücken. Wie ihr wisst, war ich über einen Monat verletzt in der Brust. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich immer noch so ein ungutes Gefühl in der rechten Brust. Aber trotzdem habe ich mich dazu entschieden, schon mal mit dem Bankdrücken wieder zu beginnen. Und ihr seht auf der einen oder anderen Aufnahme, ja, die Technik ist noch nicht ganz on fleek, weil ich raus bin. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schnell wieder reinfinde. Und warum Bankdrücken? Bankdrücken ist eine Grundübung und ich möchte meine Brust vollumfänglich trainieren. Und es gibt kein Geheimnis beim Training. Ein Muskel, der mehr Gewicht bewegen kann, wird auf kurze oder lange Sicht einfach wachsen müssen. Ich habe 80 Kilo gerade hier und mein Ziel bis Ende des Jahres ist einmal die 115 bzw. 120 Kilo 4x6 zu bewegen. Dann wäre ich schon ziemlich zufrieden. Als nächste Übung einmal Butterfly Reverse direkt danach. Und da ist mir wichtig, da wollte ich euch demnächst nochmal ein Tutorial abfilmen, wie man am besten die hintere Schulter trainiert. Die hintere Schulter war früher einer meiner Schwächen und ich bin eigentlich überzeugt davon, dass die hintere Schulter jetzt einer meiner stärksten Muskelpartien ist. Da habe ich auch immer die Wiederholung und die Satzanzahl unten links oder rechts angegeben. Als nächste Übung für die Schulter einmal das Seitheben. Und Seitheben ist für mich wirklich die beste Übung, um eine schöne runde Schulter aufzubauen. Und bei dem Wiederholungsbereich von 10 habe ich einfach das beste Gefühl in der seitlichen Schulter. Deswegen, ja... Einfach nur 10 Wiederholungen, was soll ich dazu sagen? So, dann einmal Butterfly. Butterfly dann als zweite Brustübung, eine dehnende Übung, wo ich halt auch mit den Wiederholungen etwas höher gegangen bin, bei 10. Und dort konzentriere ich mich natürlich voll und ganz auf das Muskelgefühl. Wenn ich vorne bin, squeeze ich schon mal schön die Chest, um einfach da, ja, ich kann es nicht beschreiben, aber... Wenn ich vorne bin, dann versuche ich wirklich das Gewicht nur über die Brust zu halten und quasi die Arme und die Schulter rauszunehmen. Da müsst ihr euch mal selbst voll und ganz drauf konzentrieren, das funktioniert. Dann als nächste Übung einmal das Schulterdrücken mit den Kurzhanteln. Habe ich auch lange nicht mehr gemacht, jetzt vor kurzem wieder integriert. Und viele denken sich jetzt, okay, warum kommt jetzt ein Schulterdrücken nach dem Seitheben? Ganz einfach, weil Seitheben für mich eine bessere Übung ist als das Schulterdrücken. Und Schulterdrücken habe ich wirklich nur eingebaut, da ich jetzt wirklich an meinem Körper an den Feinheiten feile. Für mich ist es so, dass meine vordere Schulter noch ein bisschen mehr Volumen vertragen könnte. Deswegen baue ich das Schulterdrücken eben als zweite Schulterübung ein. Und für mich auch wichtig, da das Gewicht wie in allen anderen Übungen natürlich zu steigern. In allen anderen Grundübungen bzw. Fokusübungen. So, dass nicht, dass ihr mich falsch versteht. Als letzte Übung einmal das Trizepsdrücken am Kabelzug und ich habe mich für diese Übung entschieden, unilateral, damit ich mich besser auf den Trizeps konzentrieren kann. Und allgemein habe ich ja erwähnt, dass ich weniger Volumen in die Arme packen möchte und trotzdem beobachten möchte, ob sie wachsen, weil Arme sind ja meiner Meinung nach noch so ein bisschen eine Schwachstelle von mir. Achtet darauf, wenn ihr diese Übung ausführt, das sieht man hier auch nur leicht, dass ihr den Arm nach hinten führt, wenn ihr unten seid. Damit ihr eben alle
Funktion des Trizeps abdeckt. Ja, das war's schon von meinem Training. Wie gesagt, mein Training würde ich nicht jedem so empfehlen. Und das ist mein Volumen auf mich abgestimmt. Ja, und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, gerne schreiben. Ansonsten viel Spaß mit dem weiteren Video. So, fertig mit dem Training. Es ist 22:30 circa. Und mir fällt da noch was ein. Und zwar hatte mich jemand auf Instagram angeschrieben, was ich zum Thema Kreuzheben halte. Kreuzheben ist eine ganz gute Sache, grundsätzlich. Aber wenn es mir rein um den Muskelaufbau geht, dann finde ich Kreuzheben einfach viel zu überbewertet. Denn wenn ich meinen Rücken trainieren möchte oder meine Beine, dann gibt es dafür spezifisch viel, viel effektivere Übungen. Wenn ihr mal Kreuzheben macht und das schwer, dann merkt ihr einfach danach, es seid ihr voll im Eimer. Mir wird manchmal sogar schwarz vor Augen. Und deswegen würde ich eben Kreuzheben nicht empfehlen, wenn jemand das Ziel hat, wirklich Muskulatur aufzubauen. Das ist der Grund, warum ich schon länger kein Kreuzheben mehr ausführe. Jetzt geht's einmal ab nach Hause, duschen, essen und dann sehen wir uns morgen schon wieder, denn morgen geht's einmal ins Kino. Wie schon erwähnt, der nächste Tag und jetzt geht's einmal auf ins Kino. Übrigens ist das ein neues Shirt, was ich gekauft habe. Schöne Farbe, ich trage sonst normalerweise immer was Schlichtes, Dunkles. Deswegen dachte ich mir, ein bisschen Farbe muss rein und außerdem sagte man mir, dass das zu meinem Teint passt. Bin irgendwie noch sehr braun. Jedenfalls schauen wir jetzt The Purge. Ich habe leider noch keinen einzigen Teil davon gesehen. Vorher geht's erstmal auf was essen. Ich habe mega Kohldampf. Und das gibt's jetzt einmal vorm Kino. Und eine ganz nette Aussicht, oder? Was sagt ihr Leute? Wir sind jetzt im Kino angekommen mit... Oh mein Gott! Oh Gott! Freshes Oberteil, wo hast du das her? Das steht dir gut! Also wir schauen jetzt The Purge. Ich habe noch keinen einzigen Teil gesehen. Tobi hat jetzt die Woche alle drei Teile gesehen? Ja, den dritten und zur Hälfte. Und, was sagst du? Kann man jetzt viel erwarten? Ich bin gespannt. Ich gehe aber ohne Erwartungen rein. Am Ende wird man immer enttäuscht. Oh, negativ, negatives Mindset. Schau, wir sind Erfolg. Du hast dein iPad jetzt geholt. Ja. Okay, wir melden uns dann später wieder. Was geht ab, Leute? Es ist Sonntag und dieses Video geht jetzt gleich online, das heißt, mehr live geht nicht. Ich muss nur noch das Voice-Over fertig machen für die Trainingssequenz und ich wollte mich nur noch ganz kurz melden und Feedback geben zu dem Film The Purge. Das war der erste Teil von dieser Reihe und der hat mir wirklich nicht gut gefallen. Die Story an sich finde ich richtig gut, aber wie das rübergebracht wurde und die ganzen cinematischen Effekte, die haben mich jetzt nicht wirklich umgehauen, deswegen... keine Empfehlung von mir. Aber wenn ihr wollt, schaut natürlich selber, macht euch immer selbst ein Bild. Gleich geht's jetzt auf ins Training mit Luis. Es wird ein richtig cooles Video. Das heißt, ihr könnt gespannt sein auf das Video, das nächste Woche erscheint. Ich werde mir wieder ein bisschen mehr Mühe geben beim Schneiden. Ich wünsche euch alle einen richtig geilen Sonntag. Das Wetter ist gut, also gebt Gas und heute ist WM-Finale. Mein Tipp, Frankreich. Frankreich gewinnt. Schönen Sonntag.